Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich so sehr, diesen Satz wieder sagen zu können. Und an dieser Stelle sei ebenfalls gesagt, die Videopause hat ein Ende. Und jetzt geht's los mit dem nächsten Video. Ich habe mich wieder mal an einem wunderbaren Fleckchen Erde eingefunden, auf einem Schwerbehindertenparkplatz. Und letztes Mal war der Leroy an meiner Seite und dieses Mal musste ich leider Ersatz finden. Und das ist dieses schöne Männchen geworden, das immer auf den Behindertenparkplätzen abgebildet ist. Es ist natürlich nicht dasselbe, aber ich schaffe das. Und an dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen. Danke dafür, dass so viele von Leroy hier auf Y gelandet sind, dass ihr alle hier angekommen seid und so fleißig kommentiert habt, so viele neue Fragen in die Runde gebracht hat. Und darum soll es jetzt heute auch gehen. Ich habe nämlich, Moment, hier ein paar schöne Post-its und da stehen Kommentare von euch drauf. Und ich kann das natürlich selbst nicht lesen, werde das jetzt hinter den netten Herrn an der Kamera überreichen und der wird mir vorlesen, was für Fragen ihr an mich habt. Was so? Okay. The Camus fragt, wie kann ich denn studieren, wenn ich blind bin? Und das ist gar nicht so schwierig. Ich brauche einfach dieselben Grundvoraussetzungen wie jeder andere, nämlich Abitur oder Fachabi. Und ja, im Studium habe ich einfach alles über Digitales gemacht, alles über Technik. Ich habe einen Computer, der liest mir vor, was darauf abgebildet ist. Und dann mache ich eigentlich alles über Sprache und in der Vorlesung geht es ja auch ganz viel übers Hören und natürlich habe ich Einschränkungen erfahren. Aber wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, blind zu studieren oder sehbehindert zu studieren, dann schaut mal hier oben irgendwo oder unten in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch das Video, in dem ich da ganz ausführlich Stellung zu genommen habe. Pizzi sagt, sie ist doch blind, wie konnte sie das Video finden? Und ich glaube, da beziehst du dich darauf, dass ich ja die Kommentare von euch kommentiert habe. Und das kann ich auch über die Sprachausgabe machen. Das funktioniert alles auf dieselbe Art und Weise. Und ich höre dann so gesehen, was ihr schreibt und lese es nicht mit meinen eigenen Augen. Reginka fragt, mich würde noch interessieren, wie das denn bei Blinden mit der Kleidung ist. Und es ist natürlich so, dass ich weiß, was ich trage, was ich anhabe, weil ich es mir habe beschreiben lassen. Ich gehe mit Freunden shoppen, deren Modegeschmack ich sehr vertraue und die auch wissen, was ich gerne mag, was ich gerne anziehe und was zu mir passt. Und lasse mir dann erklären, welche Farbe das ist, welches Muster das hat. Und ich kann es ja auch berühren und anfühlen. Zum Beispiel hat nicht jedes Kleidungsstück dieses taktile Gefühl für mich. Und man kann das einfach dann noch ja, am Fühlen merken, man merkt sich die Farben, wie was aussieht. Und ich glaube, ein Vorteil ist halt auch, dass ich mal mehr gesehen habe und dadurch auch weiß, welche Sachen so ganz gut zusammenpassen. Hakuna Matata 420 fragt, wie kann sie ein Handy benutzen? Und lieber Hakuna Matata, sehr cooler Name. Ja, das ist ganz einfach. Mein Handy liest mir vor, was darauf zu sehen ist. Also ich fahre mit meinem Finger über das Display. Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, weil mit dem Handy gefilmt wird. Aber ich fahre mit meinem Finger über das Display und dann wird mir das, wo ich gerade mit dem Finger bin, vorgelesen. Also es wird ausgesprochen, was mit den Augen sonst zu sehen ist. Und damit kann ich mich so durch das Menü bedienen und das klappt eigentlich ziemlich gut. Und wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare, dann kann ich dazu auch noch mal gerne ein eigenes Video machen. Sie sieht doch gar nicht aus, als wäre sie blind. LachLB fragt, seid ihr froh, wenn euch jemand Hilfe anbietet? Und ja, ich bin froh darüber. Es kann ja sein, dass ich mich in dem Moment wirklich nicht so gut zurechtfinden kann. Aber ich muss auch sagen, so eine Hilfe aufdrängen, das finde ich nicht okay. Wenn mich schon jemand in den Bus reinschiebt oder meine Hand nimmt, um sie an ein Geländer zu legen, ist mir alles schon passiert und mich vorher noch nicht mal fragt, möchte ich diese Hilfe erfahren, dann finde ich das fast schon übergriffig. Also ich bevorzuge die Formulierung, Entschuldigung, kommen Sie zurecht, weil dann kann man einfach ganz positiv sagen, ja, ich komme zurecht, vielen Dank, wenn man sich selbst gut zurechtfinden kann. Oder man sagt, nein, es wäre super, wenn Sie mir helfen können. Und das finde ich dann eine respektvolle Art und Weise, Hilfe anzunehmen, Hilfe anzubieten, aber bitte nicht aufdrängen. Psycho fragt, ich muss glücklich sein darüber, dass ich schlecht sehe oder so. Ja, mir gefällt das sehr gut, blind zu sein. Ich freue mich jeden Tag darüber und bin sehr dankbar dafür, dass ich nicht sehen kann. Oh Leute, das war es jetzt schon und jetzt ist schon wieder ein Video vorbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich eure Fragen beantworten konnte, dass ihr vielleicht auch sogar Lust auf mehr bekommen habt. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ganz viele weitere Fragen habe ich auch schon in anderen Videos beantwortet. Scrollt einfach mal durch die Liste durch, wenn ihr Lust und Zeit habt. Ich würde mich sehr freuen. Auch über eure Kommentare, eure Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Dann sage ich bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Das war's jetzt, ne? Okay, dann gehe ich jetzt.